Hier ist wieder eure Julia, eure Ex-Grundschullehrerin von Händchen in Hand. Heute mit der spannenden Aussage, ein Kind ist nicht frei, wenn es zur Schule gehen muss. Wenn es kann, darf, von mir aus. Aber es ist nicht frei, wenn es zur Schule gehen muss. Da hatte ich nämlich neulich auf Instagram, könnt ihr uns gerne hier folgen, ein Reel veröffentlicht. Und das hat natürlich auch ja viel Kritik gebracht, vor allem per PN. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir immer wieder diese Themen auch besprechen. Und das möchte ich heute in diesem Video versuchen, relativ kurz mit euch zu besprechen. Möchte euch auch noch mal dran erinnern, dass mein Händchen-in-Hand-Kurs noch im Angebot ist für, ich glaube, 30 Euro weniger als sonst. Und da führe ich euch im Prinzip in diesem Kurs durch alle Bereiche des alternativen Familienlebens, von Ernährung über Gesundheit, Kinderkrankheiten, ja, was kann man selber machen mit Erklärvideos, mit Vorzeigevideos und natürlich auch spirituell begleiten. Wie kann ich artgerecht lernen mit meinem Kind, also natürlich lernen, wie kann ich das unterstützen? Und all diese Dinge sind in diesem Kurs und deswegen haltet euch noch ran, solange er noch im Angebot ist. Ich werde ihn auch noch ein bisschen drin lassen, aber nicht für immer. Deswegen hier nochmal dieser Hinweis. Genau. Also, wir haben ganz viel kognitive Dissonanz rund um dieses Schulthema. Ja, wir haben von was soll passieren, wenn jeder macht, was er will, bis ja, wir müssen die Demokratie schützen, über ja, die Kinder der benachteiligten sozialen Schichten und so weiter. Sind natürlich alles keine Argumente, denn wir haben andere demokratische Staaten, die es vormachen und die zeigen, dass wir auch mit dem Freilernen oder mit der Erlaubnis zum Freilernen, zum Unschooling oder auch zum Homeschooling, zum Heimunterricht, dass wir trotzdem auch eine Demokratie bleiben können, ja? Genau, gerade wenn wir mal in dieses Mutterland schauen, wo ja diese ganzen Gedanken um die Demokratie und so auch sehr hervorgekommen sind, nämlich nach England, da ist es ja sehr liberal. Das hat zum Teil religiöse Wurzeln. Welche Wurzeln unsere Schulpflicht hier in Deutschland hat, wissen wir ja. Was wir sonst immer abwehren und nicht wollen, wird dort irgendwie weggeschaut. Das meine ich ja, das ist so diese selektive Amnesie. Ja, wir gucken einfach, wir reden uns alles schön und alles soll so bleiben, wie es ist. Wir können ja alles ändern in unserem Land. Aber diese Schulpflicht, die ist gut. Ne? Die ist gut. Ja. Naja, wir müssen uns halt, wie gesagt, mal diese drei Punkte angucken, die oft genannt werden, warum denn die Schulpflicht nicht wegzudenken ist. Und die möchte ich mit euch mal kurz ein bisschen auseinanderklamüsern. Genau, und ich kann euch ja auch mal das Reel hier oben verlinken, was ich dazu gemacht habe. Ne? Genau, das könnten wir ja mal so tun und legen wir mal los mit dem ersten Punkt. Viele sagen, wir brauchen die Demokratie, also wir brauchen die Schulen, damit wir unser Verständnis von Demokratie weitergeben können. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel die Schule, also die Bildung an die Eltern weitergeben, dann werden ja gefährliche Parallelgesellschaften entstehen und religiöser Fanatismus und so weiter. Ja, das ist immer diese große Angst und diese große Begründung dafür. Ich kenne sehr viele Freilerner. Ich habe noch keinen kennengelernt, der jetzt in diese ersten beiden Kategorien gehört, der irgendeine Parallelgesellschaft machen will. Im Gegenteil. Alle möchten mit an der Gesellschaft teilhaben und sich nicht verstecken mit ihrem Freilernen, nicht auswandern, nicht reisend sein. Ja, alle möchten in Deutschland freilernen, die ich kenne. Also das ist überhaupt keine Gefahr an der Stelle, die davon ausgeht, ja. Und natürlich, welches Signal soll denn für eine Demokratie ausgehen, wenn ich die mit Zwang durchsetzen will? Weil die Schulpflicht ist ja Zwang, ja. Das müssen wir uns einfach vor Augen führen. Es ist Zwang. Und die Kinder werden zur Not mit der Polizei abgeholt und dem Schulbesuch zugeführt, ja. Und das ist das Problem, dass wir irgendwie in unseren Köpfen haben, wir müssen die Demokratie schützen, aber wir schützen sie mit einem totalitären Instrument, mit Zwang. Ja, und das ist für mich irgendwie nicht so das richtige Signal. Abgesehen davon, dass nicht von heute auf morgen sofort alle Freilerner wären, weil viele Eltern ja beide berufstätig sind und dann brauchen sie die Schule schon allein als Aufbewahrungsstation. Also ich verstehe die Panik darum nicht so ganz, aber ich verstehe, dass Kinder sich unfrei fühlen, wenn sie in die Schule gezwungen werden. Ja, es gibt sogar Kinder, die sagen, da wird meine Würde verletzt, wenn ich was lernen muss,
was ich nicht lernen möchte in dem Moment, ja? Gut, also die Demokratie mit einem undemokratischen Mittel, nämlich Zwang und Druck und Strafandrohungen durchzusetzen, finde ich nicht in Ordnung. Vor allem nicht, wenn es um Kinder geht, die keine Straftaten begangen haben. Natürlich brauchen wir in gewisser Weise in einer Demokratie sicherlich auch irgendwie eine Möglichkeit, Leute, die nicht gute Sachen tun, auch das spüren zu lassen, ja, wie gut oder wenig gut das funktioniert, sehen wir ja im Moment. Aber es ist ja kein Mittel, um unschuldige Kinder irgendwo hinzuzwingen, weil wir denken, Demokratie fängt dort an. Für mich fängt Demokratie dann an, wenn ich eine Möglichkeit finde, alle Wünsche zu erfüllen, die erfüllbar sind. Und der Wunsch nach selbstbestimmter Bildung, der ist sehr, sehr, sehr alt mittlerweile geworden. Ja, der hat schon so einen Bart. Und erst habe ich gedacht, ja, oh Gott, das sind Leute, die sind schon so lange dabei. Und jetzt sitze ich hier, glaube ich, auch schon im vierten Jahr und mache meine Videos und es hat sich noch nichts getan. Und das Freilernen wäre ein erfüllbarer Wunsch und wäre sogar noch die Lösung für den eklatanten Lehrermangel, den wir an allen Schulen haben, wo Hinz und Kunst, sage ich jetzt mal, eingestellt wird ohne Ausbildung und natürlich dann auch noch doppelte Klassenführung und solche Dinge gibt, die eigentlich gar nicht zulässig sind, ja? Die eigentlich gar nicht zulässig sind, weil das einfach, man kann nicht zwei Klassen auf einmal unterrichten, geht nicht, ja? Kann ich euch als Lehrerin sagen, geht nicht. Und vor allem nicht auf Dauer. Ja, mal aus einer Not heraus, wenn sich frühs mal ein Kollege krank meldet und die Kinder sind nun schon mal da, die Eltern würden 3 Stunden brauchen, um sie abzuholen. Gut, dann machen wir das mal. Aber das kann ja wohl nicht die Regel sein. Aber an vielen Schulen ist es jetzt schon die Regel. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir sage, das passt doch hinten und vorne alles nicht mehr zusammen. So, dann Punkt Nummer 2. Die Kinder müssen ja in die Schule, weil sie sind ja so klein, sie wissen ja noch nicht, was gut für sie ist, ja? Das ist für mich eindeutig Diskriminierung aufgrund des Alters. Und das kann ja auch nicht sein in der Demokratie, ja? Wenn wir die Kinder diskriminieren, weil alle Kinder in der Altersgruppe zwischen 6, 7 Jahren und, keine Ahnung, 16 Jahren, und dann geht's ja meistens noch weiter in den Bundesländern mit Berufsschulpflicht, was viele nicht wissen, oder eben studieren, was aber natürlich dann unwahrscheinlich ist, wenn man 10 Jahre erst in der Schule war, geht aber zum Beispiel bei Musik. Ja, man kann schon anfangen zu studieren, auch wenn man mittlere Reife hat, kein Abitur hat und aber sehr gut ist in seinem Instrument, zum Beispiel Schlagzeug oder Klavier. Und man kann das richtig gut, dann kann man auch eine externe Aufnahmeprüfung machen an der Hochschule und trotzdem studieren. Geht. Ja, also das ist einfach eine Altersdiskriminierung. Und mein Problem da ist, damit ist ja nicht, dass man jetzt sagt, okay, das müssen wir jetzt so machen. Mein Problem damit ist, wo ist denn die Begründung? Wer legt denn das fest, dass Kinder das müssen in dem Alter? Das ist ja in jedem Land auch anders. In England geht es ja schon mit 4, 5 Jahren los, ja, 4,5. Reception geht es da los. Wer dort ins Schulsystem geht. Aber dieser Anfangspunkt und der Endpunkt, die sind ja völlig willkürlich. Und wie kann ich auf Grundlage einer relativen Willkür sagen, das ist jetzt das, was gilt. Und wer sich daran nicht hält, der bricht das Gesetz. Welches Gesetz? Ja, okay. Ja, das Schulgesetz. Okay, wer hat das festgelegt? Warum dürfen wir das nicht mal wieder ein bisschen überarbeiten? Warum dürfen wir es nicht anpassen an moderne Zeiten? Das verstehe ich nicht, ja. Das wäre genauso mit dem Alter, mit dieser Diskriminierung aufgrund des Alters, wenn man sagen würde, also alle 30- bis 40-Jährigen müssen jetzt ein Praktikum machen, weil sie genau in dem Alter sind, damit sie mal rauskommen aus ihrem Beruf und mal was anderes sehen. Ja, das wäre genauso. Ja, ist halt ein bisschen Nanny-Staat-mäßig, ja. Ist einfach so. So. Und zu dem Demokratie-Gedanken habe ich auch noch von Instagram ein schönes Zitat, weil wenn ihr da gerne in diese Bubble einsteigen wollt, der Freilerner, findet ihr auch bei Instagram viele tolle Accounts. Ja, meine natürlich auch, wie gesagt, hatte ich euch den schon verlinkt? Ansonsten mache ich es mal hier. Wenn ich es schon hatte, wisst ihr Bescheid. Und da habe ich ein Zitat gefunden von Isabel Patterson. Und zwar sagt sie, ein von Steuern finanziertes, verpflichtendes Bildungssystem ist das Vorzeigemodell eines totalitären Staates. Ja,
Und das war der Account, der das geteilt hat, Let Him Go Barefoot, also lass sie barfuß laufen. Und Let Him, ja, also nicht Let Them geschrieben, sondern Let Him. Ne, also das ist halt so ein bisschen geklippt, würde man in der Linguistik sagen. Ne? Ja, also auf jeden Fall ist das eine Sache, wo ich mir sage, stimmt. Ja, klar, die bringen die Kinder, wir füllen rein, was wir wollen. Es ist ja nicht immer gesagt, dass wir immer demokratische Zeiten haben werden. Aber wenn wir dieses Schulsystem haben, ja, nichts leichter als das. Ja, da sind sie und da füllen wir mal alles rein, was wir gerade gut finden. Schwierig. Finde ich schon wirklich schwierig. Und natürlich wird es ja auch noch finanziert. Ja, man bezahlt noch Steuern für dieses Bildungssystem, selbst wenn man eigentlich selber gar nicht dran teilnehmen will. Ja, ja, das ist eben so. Und es ist eben, wie sie sagt, nicht nur so, dass es ein Zeichen ist, sondern es ist das Vorzeigemodell, weil ja innerhalb der Schule auch totale Rangordnung besteht, kein Widerspruch häufig geduldet wird und auch diese ganzen Dinge, ja, Gruppendynamik, das wird alles ausgenutzt, Ausgrenzung, alles wird irgendwie so ein bisschen ausgenutzt. Wir können uns das natürlich in Deutschland oft nicht so gut vorstellen, weil wir denken an die liebe Lehrerin von nebenan und wir denken an die lieben Schulfreunde unserer Kinder und wie schön das alles ist und das kann auch sein. Aber wir müssen bedenken, was wir im Ernstfall mit diesem System auch tun könnten. Denn wir müssen ja, und das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, die Kinder immer dahin bringen, komme was wolle. Ob wir das jetzt sicher finden, ob wir den Schulweg noch sicher finden, ja, wo einige Direktoren die Eltern jetzt schon anweisen, lasst die Kinder nicht alleine gehen, bringt die am besten auch noch zur Schule. Egal, ob sie das sicher finden, ob sie gesundheitlich das gerade sicher finden, egal wie, du bringst sie dorthin, weil es gibt diese Schulpflicht, ja? Und das ist dann Demokratie. Weil wir müssen ja die Demokratie aufrechterhalten, ja? Nicht vergessen. So. Genau, und für mich ist im Prinzip bei allem, was ich an Argumenten gehört habe bis jetzt, ja? Demokratie erhalten, das Kind ist so klein, das weiß noch nicht, was es will, wo ich ganz anderer Meinung bin, ehrlich gesagt, verlinke ich euch hier auch mal ein passendes Video dazu, dass die Kinder schon sehr gut wissen, was ihnen gut tut. Und dann natürlich noch die sozialen Kontakte als Argument. Ist immer mein größtes Problem, die Unwilligkeit der Behörden bzw. der Verantwortlichen, wenn es jetzt einen Fall gibt, ja, der vor Gericht geht, oder so Bußgeldverfahren, was auch immer da in Deutschland passiert, ist eine generelle Unwilligkeit, das Einzelschicksal des Kindes wirklich zu prüfen. Und nicht nur diese Schiene zu fahren, ja, es gibt halt Schulpflicht, also ansonsten müssen sie auswandern. Ja, das habe ich schon so oft gehört. Ja, auch im Coaching, verlinke ich euch auch mal alles dazu hier. Habe ich schon so oft gehört, ja, müssen sie halt auswandern, das ist eben in Deutschland so. Schön, gut, dass wir auch die Möglichkeit hätten, Dinge zu ändern, die nicht mehr so gut funktionieren, ja. Ja, und dann eben noch dieses letzte Argument, soziale Kontakte. Da habe ich ja neulich ein Video gemacht zum Einsamsein in der Schule. Verlinke ich dir mal hier oben. Man kann auch unter vielen Kindern sehr einsam sein. Und es gibt einfach Kinder, die das nicht so toll finden in der Schule und die sich auch nicht einfügen wollen und die auch große Probleme haben. Und indem ich das Kind dazu zwinge, mache ich es ja nicht besser. Ich müsste schauen, was braucht dieses Kind? Was braucht dieses Kind, um zu gedeihen? Was braucht dieses Kind, um sich erstmal vielleicht wieder zurückzuziehen und vielleicht in ein, zwei Jahren wieder zurückzukommen? Was braucht dieses Kind wirklich? Und da muss ich wirklich sagen, auch alle Psychologen, die immer wieder nur auf diese Funktionalität hinaus wollen, bitte bedenkt doch mal, es gibt andere Länder, da ist Homeschooling erlaubt. Warum pathologisieren wir Kinder hier, die in anderen Ländern das ganz unbeschadet an Leib und Seele einfach machen können? Die nicht irgendwelche Gutachten dafür brauchen, die nicht zum Psychologen müssen dafür. Ja, das ist einfach eine Sache, die müssen wir uns vor Augen führen. Es gibt Länder, ist eher die Mehrzahl, in denen gibt's Optionen für das Freilernen. Und das ist mir wichtig, immer wieder in meinen Videos zu sagen, weil das sind doch Dinge, wo eine moderne Demokratie sich mal umgucken darf und mal umsichtig sein darf und mal gucken darf, was können wir hier verbessern? Ja, und auch für unser System, für unser Schulsystem, wo können wir da Entlastung schaffen? Es gibt mittlerweile, denke ich, tausende Eltern, die würden jubeln. Ja, die würden über ihren Köpfen, die würden klatschen. Und vor allem haben dann auch die Lehrer nicht noch die Kinder in der Schule, die gar nicht wollen.
Ja, sie haben also auch weniger Disziplinprobleme. Und Zwang und Druck haben noch nie einen Menschen dazu bewegt, wirklich nachhaltig irgendwie ein besserer Mensch zu werden. Und das ist auch in diesem Fall genau das Gleiche. Und ein Kind, was sich dazu gezwungen fühlt, zur Schule zu gehen, weil Mama und Papa sagen, sonst kommen wir ins Gefängnis oder sonst müssen wir Strafe bezahlen, das wird sicher nicht gerne dahin gehen. Und das wird sicherlich nicht so gut lernen, wie es dann vielleicht zu Hause lernen könnte. Und ja, wie ich immer sage, ist es natürlich auch so, man kann ja auch ein Referat einrichten in den Ministerien für freie Lerner, wo immer mal geschaut wird, ob das auch alles gut ist mit Kindeswohl und so. Kann man ja machen. Ja, wo die Kinder immer mal ein Gespräch haben, vielleicht einmal im Jahr ein Gespräch. Ja, was hast du gemacht? An welchen Projekten hast du gearbeitet? Was hat dich beschäftigt dieses Jahr? Super. Ginge. Wäre viel billiger, als die ganzen Kinder zwangs zu beschulen, weil ein Schulplatz kostet, glaube ich, 800 Euro pro Monat. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Googelt einfach mal nach, was das in eurem Bundesland kostet. Ich habe es jetzt, glaube ich, mal für Thüringen gesagt. Aber Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Und das sind alles Sachen, wo ich mir sage, soziale Kontakte, schön und gut. Aber wer kennt denn heute noch? Also das sind, glaube ich, die wenigsten, die heute noch mit ihren Schulfreunden aus der Grundschulzeit, ich bin ja vor allem immer für die Grundschule da, weil ich ja Grundschullehrerin war, wer hat denn da noch Kontakt? Ich habe nicht mal mehr zu meinen Freunden aus der Oberstufe Kontakt. Das hat einfach nicht gepasst, ja. Ich habe mich halt durchquälen müssen, ja, weil ich damals das gar nicht alles wusste, dass es das gibt. Ja, dass es schulfrei gibt, dass es Freilernen gibt, Homeschooling gibt. Ich wusste nur, dass es freie Schulen gibt. Aber das andere, ja, das hat man vielleicht mal durch den Fall Neubronner mal bei Stern TV gesehen. Aber das war ja die einzige Familie, vielleicht auch mit der Kelly-Family zusammen, ne? Das sind die zwei Fälle, die mal durch die Medien gegangen sind. Ansonsten keine Chance in Deutschland, hey. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euch jetzt nochmal darlegen konnte, dass das wirklich nichts mit Freiheit zu tun hat, wenn wir ein Kind aus welchen nett gemeinten, lieb gemeinten Argumenten heraus auch immer in die Schule zwingen. Und das muss einfach aufhören. Da müssen Alternativen geschaffen werden. Und wenn es erstmal wie in Österreich Homeschooling ist, aber selbst das wird ja mal gehen, ja, das kann man doch auf die Beine stellen, ja, in einem Land wie Deutschland. Also das verstehe ich gar nicht, warum das nicht geht, ja, verstehe ich irgendwie nicht. Warum geht das nicht? Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich freue mich immer über einen Daumen nach oben und immer über alles, was ihr mit dalassen wollt, als Gedankenanstoß. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder in alter Frische. Und bis dahin eine kraftvolle Zeit für euch. Ciao, eure Julia.